Komm, wir gehen mal unser Auto waschen. So. Wir haben eh gerade nichts zu tun. So, wo ist die Wasch? Hier ist die Waschhalle, ne? Lalalala. Mädels, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade. Guck mal, da hinten fahren Autos. So, ich muss mal eben das Auto waschen. So. Ich mach mal hier Tür zu. Ich will alleine sein. So, ist hier der. Hier, ne? Wow! Wenn das so mal in echt funktionieren würde. Boah, ich bin schwer begeistert, wie das funktioniert. Hui! Also wasche ich normalerweise auch immer meine Teller beim Spülen. Boah, ja, wir haben ja nichts zu tun. Wir müssen ein bisschen das Auto waschen. So. HSV-Fan, mein Bester, wie geht's dir denn so? Erzähl mal. Wie ist es dir so ergangen? Mein Gott, wie lange wir uns schon kennen, ne? Ist ja unglaublich. Ist ja, ist ja faszinierend. So, Auto sauber? Ja, Auto sauber. Oder? Ich glaube ja. Oder? Na, hier sind noch ein paar Flecken drauf. Oh, ich muss eben mal eben kurz hier weglegen. Warte mal. So, zack. Ich muss los. Hallo, mach das Tor auf. Hallo? So. Ciao. Juhu. So. Jetzt gucken wir mal. War das jetzt die Tankstelle? Ich habe es gar nicht gelesen gehabt. Nein, ist wahrscheinlich wieder in Brunsdorf. Wahrscheinlich irgendwie ein Stromzähler oder so, der wieder am Abfackeln ist. Ja, dramatischer Feuerwehralltag hier uns. Was, Flex, wenn du was auch so hinbekommst, darfst du auch mal mein Auto waschen. Oh, das ist aber lieb. Ja, natürlich. Mit Sicherheit. Ich mag Auto waschen. Ich habe schon als kleines Kind immer sehr gerne Autowaschanlagen gehabt und besessen. Und habe dann irgendwann mal meine Oma quasi in den Teppich damit ertränkt. Weil das Auto muss richtig sauber sein. Habe ich damals als kleines Kind eine Autowaschstraße bekommen mit richtiger Wasserpumpfunktion und ja. Da habe ich dann eiskalt einfach mal den Teppich unter Wasser gesetzt. Ich mochte Autowaschanlagen. So. Mir geht's super. Ja, wir können es von Anfang an. Das ist doch schön. Wo muss ich jetzt hin? Oh Gott, geh aus dem Weg. Ist gerade Feuerwehr-Action im Einsatz. So, was brennt denn jetzt hier? Hallo? Was soll denn hier brennen? Ah, hier die Mülltonnen brennen. Ja, das, wahrscheinlich ein Nachbar, der seine anderen Nachbarn nicht leiden kann. So, warte mal, hier halt mal an. Mach mal Warnblinklicht an. So, aussteigen. Da hinten ist ein Spielplatz. Sehe ich gerade. Gehen wir gleich mal rutschen. So, ich nehme mal den Feuerlöscher. Boah, ja, ich habe den Einsatz super beendet. So, dann gehe ich mal eben hier. Ich lass mal offen die. Nee, ich mach zu. Besser ist. Klaut mir nachher eine Feuerlöscher oder so. Ich nehme dich beim Wort. Ja, ich wasche sehr gerne Autos. Kann ich schaukeln? Ich kann. Oh, ich habe sogar einen Körper. Hui! Hey, hey. Ich kann durch die Schaukel gehen. Und. Ist ja der Wahnsinn. Das Auto ist schon wieder dreckig. Wofür habe ich das eigentlich gewaschen? So. Dann würde ich sagen, fahren wir eben zur Leitstelle zurück. Wahrscheinlich, wir haben 100 Punkte. Vorhin hatten wir 200. Wo war denn jetzt die Auffahrt? Oh Gott. Ah, hier. Oh Gott. Ach, du heiliger Strohsack. So. Okay, Benzin haben wir noch genug. Das heißt, wir können auch damit ein bisschen rumheizen. Rumperzen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Warte mal. So. Spritz mal die Klone ab. Bitte was? Ah ja, Wiss Games. Da oben übrigens ist, ja,
die Macher des Spiels. Könnt ihr gerne mal eine Mail schreiben, wenn ihr Lust habt. An visgames.com wahrscheinlich. So, wer wohnt hier? Niemand. Ich finde es auch gut, dass es so detailgetreu ist, dass man quasi, wenn man das Martinshorn anmacht, dass die Autos auch zur Seite fahren, so wie es ja in echt auch ist. Nämlich gar nicht. Dass das so detailgetreu ist, dass auch niemand eine Rettungsgasse bildet oder so. Das ist super. So sieht's auf deutschen Straßen auch aus. Ich hoffe, es kommt gleich nicht wieder der Einsatz mit dem Roboter. Das war ja voll dumm. Was sollte ich denn machen? Ich sollte doch die Klamotten zum Auto bringen und dann war gut, oder? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht gerade? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ja! Oh. So, warte mal, ich kann auch hier ein bisschen üben, hat er gesagt, ne? Warte mal, was kann ich denn hier üben? So. Gar nichts. Mhm. Ich kann hier gar nichts üben. Oder muss ich hier irgendwas machen? Ah, hier. Feuer löschen. Was? Bergung einer Person? Löschen eines kleinen Brandes? Nee, will ich nicht. Ich will einen neuen Einsatz haben. Das ist jetzt... Komm, wir fahren nochmal in die Waschhalle. Ist ja sehr aufregend hier gerade. Weißt du, die machen gar nichts. Die latschen hier die ganze Zeit nur rum, den halben Tag lang. Und wir müssen hier den ganzen Tag hier arbeiten. Mal lochen, guck mal, wir haben 14 Uhr schon. Wir sind schon wieder hier am Auto waschen. Yay! Yeah. Ich hab den nicht beobachtet. Nee, nee, alles gut. Ja, ja, alles gut. Lalala. Er hat gesagt, ich kann noch draußen waschen, ne? Ich probier's mal aus. Warte mal. So. Lalalala, lalalala, lalalala. Er hat gesagt, wenn der Schlauch reicht. Er hat Schlauch gesagt, einfach so. Tatsache, guck mal, ich kann sogar draußen das Auto waschen. Juhu. So. Dann machen wir das Auto mal wieder schön sauber. Damit wir für den nächsten Einsatz gewaffnet sind. Oder gewappnet sind. So, die Seite ist schon mal sauber. Oh, wie das ruckelt. Ist ja der Wahnsinn. Die Framerate lässt grüßen bei dem Spiel. Mega aufregend gerade. Also, wie gesagt, wenn wirklich so ein Feuerwehralltag wirklich so aussieht, dann hier meld mich freiwillig. Wenn der so aussieht wie in diesem Spiel. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, es entstehen Pfützen, wenn man hier hinsprüht. Wenn man hier hinspritzt auf dem Boden. Ach, das ist ja krass. Guck mal. Hui. Hui, man den ganzen Boden voller Wasser. Juhu. Ah, das ist ja cool. Also, das ist ja geil gemacht für das Spiel. Muss man ja mal lassen, ne? Muss man ja sagen. Und es spiegelt sich sogar. Gut, es spiegelt sich das Auto nicht, aber. Was spiegelt sich denn da drin? Es spiegelt sich. Spiegelt sich, glaube ich, die Spielwelt. Bin mir nicht ganz sicher. Huch. Oh mein Gott, Einsatzbefehl, Florian 1. Vom Gelände des Schrottplatzes wurde ein Alarm gemeldet. Es wurde eine... Was? Ein Passant gemeldet. Da ist die Fässer illegal deponiert. Oh Gott, schon wieder die Fässer. Oh Gott, aber diesmal nicht an der Tankstelle, sondern diesmal... Diesmal, Huch. Ja, fahr doch! Boah, Need for Speed Action schon wieder hier! Wuhu! So, diesmal vom Schrottplatz. Ich bin Erster da. Ich nehme die Abkürzung durch den Wald. So, jetzt müssen wir nochmal gleich lesen, was da gleich steht. Ich beeil mich ein bisschen. Wir haben mal 3 Minuten Zeit. Das dürfte ja eigentlich reichen. Ich will das mal schaffen, Mann. Eigentlich wollte ich nur nochmal ganz kurz anspielen, das Spiel. Aber irgendwie hänge ich jetzt schon hier fast eine ganze Stunde dran. Oh Gott. Oh, hier ist Schrottplatz. Juhu! So. Ah, jetzt hier rein. Abbiegen. So, irgendwo müssen hier Fässer liegen. Ich guck mich mal eben um. Da liegt das Fass. Das heißt, ich halte hier mal an, fahre mal rückwärts hier so ran. Warnblinklicht an. Aussteigen. So.
Ich brauche den Roboter. Hallo? Bist du mal... So, warte mal. Roboter? So, jetzt muss ich wieder eine Probe nehmen. Ich muss wieder das Licht anmachen. Achtung, gleich kommt's wieder. Komm, meine Kollegen sind immer noch nicht da und ich bin hier schon am Rumackern. So, Probe. Du hast erfolgreich eine Probe der Substanz entnommen. Bringe die Probe mit dem Roboter jetzt zurück zum Fahrzeug und lade ihn wieder ein. Danach kann die Probe am Computer analysiert werden. Mhm. Ja, dann machen wir das doch mal. Wie die da rumstehen. So, und jetzt wie analysiere ich jetzt hier die Probe? Kann am Computer analysiert werden. Ja, aber wie denn? Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Hä? Uhrzeit. Achso, das war es dann schon, oder was? Weil läuft jetzt nur noch die Uhrzeit, aber keine... Hä? Muss ich jetzt zurückfahren zur Leitstelle? Er ist der Geilste. So. Aber hä? Was soll ich jetzt machen? So, ich fahre nach Hause. Ciao. War schön mit euch. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was, hä? Was soll ich denn jetzt machen? Welchen Computer mit was für einem Computer analysieren? Oder ist hier an dem, warte mal, hä? Oder hat der einen Computer hier drin irgendwie? Warte mal, clean up? Kann ich hier irgendwas? Wow. Nee. Was hat er denn da für einen Anzug? Oh mein Gott, ein Alien! Entschuldigung. Oder müssen wir uns auch umziehen irgendwie? Vielleicht, dass wir da irgendwie... warte mal, ich probiere... Huch, nee, wollte ich gar nicht. Hütchen. Ja, Hütchen hinstellen, das ist immer gut. So, warte mal. Nee, das ist doof. So, warte. Was kann ich denn... Ich würde mich gerne auch so anziehen, so wie der Typ irgendwie. Ich bewege mich auch langsamer gerade. Ich kann leider nicht schneller laufen. Ich kann hüpfen. Kann am Computer analysiert werden. Aber was für ein Computer, verdammt nochmal. Und was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt hier... Nö, kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich finde super, dass das Spiel auch so viele Hinweise gibt. Ich nehme mal den Geigerzähler, dann geht der Geigerzähler nochmal hier raus. Ein Feuerwehrmann. Chuck Norris ist eifersüchtig. Ja, sollte auch sein. Ich bin gelb. Ich bin SpongeBob. Oder ein Minion. Jetzt stehe ich da nicht aus, oder was? Willst du mich verarschen? Dieses Spiel, Alter. Was ist denn hier los? Hä? Mache ich irgendwas falsch? Von der Zeit oben ist auch abgelaufen. Also ist jetzt nur noch die Uhrzeit irgendwie. Von wie er da steht die ganze Zeit. Aber ich schnall das nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Jungs, ihr könnt wieder nach Hause fahren. Das war's. Vor allem, wir haben auch kein... Haben wir einen... Warte mal, haben wir noch eine Schiebetür? Ah, hier, warte mal. Ach, hier. Ah, die Analyse besagt, dass es sich hierbei lediglich um Altöl handelt. Somit kann der Inhalt gefahrenlos abgepumpt werden.
Hole dazu den Pumpbehälter aus dem Wechsellader und die, was? Und positioniere ihn vor dem undichten Behälter, um Flüssigkeit abzupumpen. Was? Hol dazu den Pumpbehälter aus dem Wechsellader? Pumpbehälter. Wo ist denn ein Pumpbehälter? Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Oh Gott, es wird gleich dunkel. Wo ist denn bitte ein... Was ist denn bitte ein Pumpbehälter? Ist es das... Ist das ein Pumpbehälter? Oh Gott, es wird so fürchterlich. Oh Gott. Ich bin Feuerwehrmann. Ach, Tatsache. Ist das, glaube ich, richtig, ne? Kann das sein? Hallo? Nee, es ist falsch. Ich bringe das mal wieder zurück. Das ist nicht richtig. Ein Pumpbehälter. Ach, wir haben sogar einen Computer da drin. Das war ja ein ganz grandioses Tutorial, was wir hier hatten, ne? Wo uns ja der Typ gesagt hat, ja, nur so das Wichtigste, den Rest lernst du alleine. Hat er ja gesagt. Und genau so kam es auch. Was ist denn bitte ein Pumpbehälter? Ja. Hütchen brauche ich nicht. Nee. Besen brauche ich auch nicht. Maske? Nee. Hauptsache, er steht im Weg. Ist ganz wichtig. Nee, ich glaube, es ist nicht richtig. Vielleicht er hier? Was hat... Ja, die Feuerwehr von heute hat Chromlack. Das, ja. Bei dem geht gar nichts, okay. Also muss es ja irgendwas von unserem Fahrzeug sein. Von unserem Fahrzeug oder von dem... Ein Pumpbehälter. Mhm. Ah, hier. Ah, warte mal. Ah, hier. Nee. Doch, oder? Wie ruhig das gerade ist. Um 22.46 Uhr sind wir am Abpumpen oder versuchen zumindest. So, und jetzt? Der Inhalt des... Was? Undichten Fass wurde komplett abgepumpt. Bringe den gefüllten Behälter nun zum Abtransport zurück in den Wechsellader. Boah, diese Dramatik. So. Kann man denn nächstes Mal irgendwas Größeres fahren? Fahrzeugmäßig? Ich würde was Großes fahren. So. Zack. Du hast alle Aufgaben erfüllt. Ja. Huch. Die haben mich alle alleine gelassen. Das waren doch Aliens. Ich hab's gewusst. Nehmt mich mit. Meine Kollegen verschwinden einfach. Die sind einfach außen... Nein, ich würde gerne... Hallo? Ich würde gerne die Tür zumachen. Einfach aus dem Nichts sind einfach mal... Die verschwinden einfach mal zu ihrer Zentrale. Einfach mal so. Schwupps. Und schon... Wow, das Licht bringt echt viel, muss ich sagen. Kann ich... Ach so. Ah, hier. Wollte schon sagen. So. Meine Kollegen verschwinden einfach und sind sofort wieder in Zentrale. Ich muss den ganzen Weg zurückfahren. Finde ich super. Finde ich nur fair. So. Rückspiegel funktioniert auch sehr geil. Wow, dieses Spiel. Aber der Tag muss so langsam mal um sein, ne? Guck mal, wir haben 12 Uhr. Yay! Oh, wo fahr ich hin? Ah, hier. Hier muss ich abbiegen? Was ist denn da hinten für ein Strahl? Ist es... Ach, ein Leuchtturm. Ja, der strahlt auch durch die Bäume. Und ein Vollmond. So. Hat er nicht gesagt, irgendwie, man kann hier auch tanken? Hier oder so? Oh, der Hase! Oh, der Hase! Ha! Guck mal, der Schatten, Alter! Ich bin Slenderman! Was macht der Hase hier? Oh, der süß! Ich meine süß. Kann ich ihn überfahren? Oh! Und wer hat nochmal? Warte. Ey, bleib mal stehen. So wie bei Homefront im Let's Play, für die Leute wahrscheinlich den Insider nicht kennen. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. So. Was macht er? Ja, mein... Huch. Mein Herr und Meister und Gebieter. Oh Gott.
Oh Gott, Friedel, ich will großes Auto mal fahren. Ich will was anderes fahren als diesen dämlichen Florian 1. Oh Gott. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal eben ein. Ich bin Slenderman und komme. Boah, Alter, dieser Schatten ist der gruselig. Das gruselige wird das ganze Spiel. Ich werde euch alle töten. Diese Hände von dem vor allem. So, huch. Von dem, was machen die hier um die Uhrzeit? Einfach draußen rumlaufen. Geh aus dem Weg. Ich fahr rein. So, oh. So. Garage zu, Chef, Auto geparkt, alles gut. Ich kann Ben gehen. So, meine Schicht ist um. Ciao. Ich gehe nochmal eben hier zur törstigen Vending-Maschine. Hol mir nochmal eben hier einen Dursti. So, warte. So, ah ja. Florian 1 vom Gelände des Krankenhauses an der Küste wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gesehen. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich dort ein Feuer ausgebrochen sein, kümmere dich unverzüglich darum. Okay, dann fahren wir mal hin. So, dann, ja, Chef, ich komme immer noch nicht zum Pennen. Das ist doch nicht wahr. So. Alles anmachen und dann geht's los. Von ihm zur Küste. Können wir uns am Strand legen wahrscheinlich. Juhu. Oder arme Hase. Entschuldigung. So. Lala. Und diese dramatische Musik und vor allem auch diese vollen Autobahnen oder die vollen Straßen ist ja der Wahnsinn. Hui. Ja, wir können mit 60 auch um die Kurve fahren. Das geht auch nur bei Feuerwehr, die Simulation. Huch. Guck mal, gleich mal auf dem Rückweg vielleicht mal tanken. Dann haben wir wieder voll getankt. Dann freut sich der Chef auch wieder darüber, dass das Auto heil ist. Vor allem, apropos, er sagte uns, wir können das Auto reparieren. Für was denn? Es passiert doch eh kein Unfall, wenn wir durch andere Autos durchfahren können, oder? Oder irre ich mich da? Oder nehmen wir dann Schaden? Guck mal hier. Ja, warum sollen wir das dann reparieren? Verstehe ich nicht. Mir erschließt sich der Sinn da nicht. Ach, hier waren wir doch letztens. Ich schau mir da die Mülltonne am Brennen. So, wo brennt's denn hier? Ah, hier. So, da bin ich schon. Freunde, ich muss ein Feuer löschen. Mein Name ist Chuck Norris und ich benutze einen Feuerlöscher. Unglaublich, oder? Yeah. So, der Einsatz erfolgreich beendet. Ich kann wieder zurück zur Leitstelle. Wow, ist das spannend, so ein Feuerwehralltag. Boah, warum bin ich kein Feuerwehrmann geworden? Nein, ich musste mir ja unbedingt einen anderen Beruf aussuchen. Feuerwehrmann wäre ja so viel schöner. Wenn das der Feuerwehralltag ist, oh mein Gott. Hey, wir haben 450 Punkte. Was kann ich denn... Oh nein, oh Gott. Was kann ich eigentlich mit den Punkten machen? Huch. Kann ich... Da oben gerade der Baum im Bild. Was kann ich denn mit den Punkten gleich machen? Kann ich da... Achso, mit den Punkten kann ich wahrscheinlich jetzt tanken fahren, oder? So, ich fahre mal eben tanken. Lalalala. Wie tanke ich denn hier? Ah, hier. Muss gedrückt halten, um zu tanken. Zack. So. Die Dramatik in diesem... Ja, ich sag ja, guck mal hier. So, Schaden nehmen. Hui. Das ist ja unfassbar. Diese Dramatik im Spiel sucht seinesgleichen. Das ist... Also, das ist... Es ist ein Traum. So. La 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 la. Ich bin der Feuerwehrmann, der alles immer kann. Der Feuerwehrmann, der alles immer kann. Der vor allem alles immer alleine macht. Die anderen fahren nur mit den Autos dahin. Juhu. So. Ja! Ah, hier ist unsere Leitstelle. So. Hui. So, bremst mal eben. Oh. Die machen gar nichts. Die laufen die ganze Zeit einfach nur dämlich durch die Gegend. So. Chef, hab dein Auto geparkt. In. Was machst du im Auto? Steht einfach im Auto. So, kann ich mich jetzt hinlegen, pennen? Ich würde gerne...
Haha. Ich würde mich gerne schlafen legen. Mal gucken, ob das geht. Die wussten, wie schlecht die Spiele sind. Deswegen kannst du die nicht selber umlegen. Ja, ich wollte eigentlich... Ich wollte mich eigentlich gerade vors Auto werfen, aber es geht nicht. Hier kann ich schlafen. Ich versuch mal eben. Und von dieser Turm. Beim Schlafen, warum? Trink mal eben Schluck. Oh, es ist 8 Uhr, deine Schicht ist zu Ende. Erhol dich etwas. Schicht beendet. 450 Punkte. Feuerwehrmann Anwärter. Spieltage 2. Erfolgreiche Einsätze 3. Erfolgreiche Großeinsätze 1. Feueralarme 0. Die Schicht ist zu Ende. Du benötigst 550 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Ich werde mal speichern, ne? Und werde mal abbrechen. Und werde mal damit sagen, dass... Habe ich noch was zu trinken hier? Ja. Und werde mal damit sagen, das war es jetzt erstmal gewesen fürs Erste von Feuerwehr, die Simulation. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal sehen werden. Ich habe keine Ahnung. Der Turm ist für die Dramatik. Oh mein Gott. Aber jetzt gibt es jede Menge Dramatik, jede Menge Spannung, Spaß und Unterhaltung. Denn jetzt werden wir rüberwechseln zu was Interessantem. Ja. Für dich auf YouTube war es das jetzt erstmal die letzte Folge vorerst. Ich weiß nicht, ob da noch ein paar Folgen kommen werden, ob ich das nochmal weiter aufnehmen werde. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Also für dich jetzt erstmal ist jetzt erstmal Feierabend. Bis dann. Tschüss.